also der fünfte Tag gegenüber dem vierten, wie Aaron gegenüber Mose, der Verkünder gegenüber dem, der die Botschaft überhaupt erst empfängt und dann bringt. Und da sagt man auch, das ist die Berechtigung, warum es überhaupt sowas wie Astrologie geben kann. Denn das, was am vierten Tag, nun Schöpfungstag, geschaffen wird, insbesondere die Sterne, die Planeten, also Sonne, Mond und die Sterne, das ist wie Mose, das ist das, was die Botschaft empfängt und anzeigt, ausspricht. Aber erst Aaron, also der fünfte Tag, ist es dann, was es dann auch wirklich Fleisch werden lässt und für die ganze Schöpfung oder in dem Fall für Israel verkündigt. Und dann am fünften Tag entsteht eben dann auch wirklich das Leben hier auf Erden. Also das, was sich als Leben erst einmal nur im Prinzip als die Bewegungen der Sterne am Firmament manifestiert, vierter Tag, das wird dann konkretisiert am fünften Tag als das Leben hier auf Erden. Also Aaron kann nichts sagen, was er nicht von Mose übermittelt bekommt, als das, was der Ewige ihm aufträgt. Und so bewegen sich die Sterne und die Sonne, die Schemesh, der Diener, alle, also wie die Sonne, tun es auch alle anderen Himmelskörper, immer genau die Aufträge des Ewigen ausführend, also die Bewegungen vollziehend, die sie tun sollen, die sie ausführen sollen. Und so, wie diese Bewegungen der Himmelskörper sich gestalten, dessen Widerspiegelung, Verkündigung ist dann eben auch das Leben hier auf Erden, das sich in der basalsten Form, also in der fundamentalsten Form, als eben dieses himmlische und Meerleben, das die Vögel und die Fische zunächst ausdrückt, Aaron gegenüber Mose. Und deswegen sagt man, kann man wirklich von den Bewegungen der Sterne und den Verhältnissen zueinander der Sterne auch auf das Konkrete hier auf Erden schließen, weil eben der vierte und der fünfte Tag in genau diesem Verhältnis stehen, wie Mose zu Aaron steht. Dass Aaron also der ist, der das Wort von Mose in sich aufnimmt und dann als Frucht hinausgibt an das Volk, kann man auch nochmal in einer Doppeldeutigkeit des Namens Aaron repräsentiert finden, nämlich von dem Wort Herajon sich ableitend, Schwangerschaft oder Hore, schwanger sein, schwanger werden. Aaron könnte man dann als ich bin eine Schwangerschaft deuten, sagen wir mal. Übersetzen ist vielleicht eine zu starke Formulierung, aber man kann es so deuten: Aaron, ich bin eine Schwangerschaft. Man kann es aber auch von dem Wort Or für Licht ableiten, dann wäre das ungefähr sowas wie der Erleuchtete. Auch sicher keine falsche, wie immer, es gibt kein richtig und falsch in diesen Dingen. Dieses und jenes sind Worte des lebendigen Gottes, wenn beide Deutungen aus der aufrichtigen Sehnsucht nach dem Ewigen entspringen.